Willkommen zurück, Leute. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Far Cry 6. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir hier am Start seid. Dort ist Yelena, die will wieder was. Irgendwas will sie erkunden, aufdecken, zerstören. Komm her. Ich bin da. Können wir schnacken? Los geht's. Ich will nichts davon hören, dass Libertad und Clara Garcia uns hätten helfen können. Nicht, dass ich das von dir erwarte, aber... Mira, Honron und El Tigre sind tot. Unsere Tränen vergießen wir, wenn der Krieg vorbei ist. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Dieser Yankee-Schisser McKay und sein Laden sind unser Hauptziel. Ich muss mehr über seinen Betrieb in Erfahrung bringen, um unseren Angriff zu planen. Ich habe gesehen, dass du die Störsender in La Jolla bereits ausgeschaltet hast. Exzellente! Ich werde eine schnelle Verbindung zu diesem Stick haben. Steck das Ding in irgendein Computer in McKays Gebäude und ich bin im Nu in seinem Netzwerk. Wir finden die Schwachpunkte dieses beschissenen Yankees und zwingen ihn in die Knie. Was habe ich kaputt gemacht? Ich habe ein Bild von den Störsendern auf dein Handy geschickt. Okay. Ja, ist alles soweit schön und gut. Okay, die soll ich jetzt zerstören. Hä? Muss ich nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin verwirrt. Hat die nicht gesagt, ich soll Störsender zerstören und jetzt soll ich doch den Computer hacken? Was zur Hölle? Ey, kein Schnall. Ey, wirklich nicht. Nun gut, wo müssen wir denn hin? Das ist aber ganz schön weit. Tja, machen wir jetzt da direkt weiter? Eigentlich ja schon. Auf geht's. Ich verstehe das zwar immer noch nicht mit den Störsendern. Ganz ehrlich. Weil wenn ich sie doch richtig verstanden hatte, hatte sie mir aufgetragen, die Störsender zu zerstören. Aber da ich noch keinen zerstört habe, verstehe ich nicht, warum ich jetzt hier schon an den Computer soll. Boah, bitte lass das keinen abgefuckten Bug sein. Wir werden sehen. Da unten ist ein Segen und drauf geschissen. Naja, gut. Wir kommen zumindest langsam, aber sicher vorwärts. Ah, da habe ich eine andere Idee. Vielleicht gibt es ja eine Mission. Notizbuch? Iranische Geschichten. Achso, das ist die, die wir letztes Mal abgeschlossen haben. Alle? Bitte nicht stören. Werden mir jetzt welche angezeigt? Hä, wieso 3 von 11? Wie zur Hölle? Ich verstehe es wirklich nicht. Also, muss ich jetzt noch welche zerstören oder nicht? Und wo sind die? Ey, wisst ihr was? Drauf geschissen. Wie auch immer, ich kann's nicht sagen. Es ist Far Cry. Es ist die Mission. Ja. Wir hacken. Kein Plan. Wirklich nicht. Ich habe so einen Störsender in meinem Leben noch nicht gesehen. Ist ja auch Rille. Wir haben ja 3. Warum auch immer. Wir könnten an den Computer und das soll uns genügen.
Da ist so ein Störsender, oder? Ey, ich schwöre, ich habe so einen Störsender noch nie gesehen. Aber dann zerstören wir den auch. Kann ich mit dem Heli drauf landen, oder? Da drüben ist auch noch einer, dann nehme ich ihn auch noch mit. Wenn ich die jetzt schon sehe, da drüben ist auch noch einer. Okay. Rotz die erst weg. Besser ist das. Darfst die Waffe ziehen, Alter. Sehr gut geparkt. Es ist ein bisschen buggy. Da drüben ist noch einer, wenn ich es richtig sehe. Jo. Aussteigen. Doch, habe ich schon. Ich habe sowas von eine Chance. Hat er den einfach überfahren? Es gibt immer noch Störungen. Nicht ideal, aber du kannst jetzt versuchen, in McKays Gebäude zu gelangen. Hm. Sicher, dass wir nicht mehr brauchen? Deine Entscheidung. Ja. Jetzt brauche ich die auf einmal und kann doch nicht in den Computer. Okay. Wo kann ich denn noch welche finden? Sind wir von dem jetzt gerade gekommen? Ja, ne? Kommst du da durcheinander hier? Ja, ist kein grünes Licht mehr dran. Ja, ja, okay. Okay, okay. Fliegen wir noch einmal hier so eine kleine Schleife. Vielleicht ist ja der ein oder andere noch zu sehen von den Dingern, so wie der da. Sind ja dann jetzt doch relativ nah an dieser Basis hier. Ist okay, ist okay. Ich schieß nur auf dich. Ist Sperrgebiet, habe ich verstanden. Ich bin auch sofort weg eigentlich. Dann warte ich aber, bis der Rotor aufhört, sonst bin ich tot. Der verbliebenen Störgeräte gefunden. Ach, echt? Sie sind auf deiner Karte. Oh, gerade als ich anfing, es zu genießen. Na dann, machen wir das doch. Nach denen zu suchen. Du bist echt seltsam. Wenn wir es schon haben, dann machen wir es auch fertig, ne? Das ist jetzt die andere Geschichte hier, ja. Bitte nicht stören. Danny. Vier. Das sollte schnell erledigt sein. Mit dem Heli kein Problem.
Oh Gott, jetzt. Ich komme hier wieder nicht hoch. Oh Gott. Was war das? Das war nix. Lass mein Heli ja in Ruhe. Wo? Da hinten. Eigentlich nur Angst, dass mein Heli geschrottet wird, weil dann habe ich echt die Arschkarte. Yay! Weiter zu den nächsten Sendern. Gutes 1G. Ist ja wie hier Corona-Pandemie. 2G. Na, hier rüber. Dran drauf drüber. Komm, Junge, beeil dich. Nein! Nein! Wie viel Glück kann man haben? Och, nee, echt jetzt. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Komm, ich drück dich auf. Ey, jetzt bin ich tot. Unfassbar. Clara, ich sehe hier eine Satellitenstation auf einem Plateau in einem Kakaoanbaugebiet. Du bist in der Gemeinde Fernando. Die Soldaten nutzen diese Station, um uns zu belauschen und unsere Verbündeten zu jagen. Befreie alle, die sie dort gefangen halten, und erobere die Station für Libertad, Dani. Das machen wir noch, Clara. Gut, ich habe hier mal zusammengecuttet. Ausschwärmen, umzingeln! Oh nein! Komm mal ran hier! Kaputt machen! Geht doch auf! Und weiterfliegen. Gar nicht lange rumschnacken. Nehmen wir die Sender weg. Dann haben wir hier super Empfang. Und dann hacken wir den Computer. Der ist hier oben. Ich hab... Nein, nicht in den Rotor. Nicht in den Rotor. Nicht in den Rotor. Ganz, ganz geschmeidig bleiben. Heli, bleib ja hier oben. Das sind wilde Schweine. Verstärkung ist auf dem Weg. Ja, und wir sind weg. Tschüss. Deine Verstärkung kann mich mal am Arsch lecken. So, Computer hacken. What this? Neue Fotos? Wir müssen los. Also bevor ich da jetzt hacke, lasse ich erst ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Yelena, ich bin bei McKays Gebäude. Das von Castillo-Loyalisten. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Vielleicht schaffst du es ja, unbemerkt zu bleiben. Hey, manchmal ist es schön, bemerkt zu werden. Gilberto sagt, dass ein Teil des Gebäudes renoviert wird. Wenn du eine Baustelle siehst, sind dort wahrscheinlich weniger von Castillos Leuten. Danke für den Tipp. Schauen wir einfach mal. Versuch das einfach mal. Ungesehen hier durchzukommen. Ja, schon mal niemand. Okay. Ich soll einen Serverraum suchen. Das sollte nicht so schwierig zu finden sein. D.
Diese Waffe bitte. Danke. Die hat den Kopfschuss überlebt? Wie geht das denn bitte? Mierda! Naja, soviel zum Thema, wir bleiben ungedeckt. Ich hab ihn gesehen. Hier gab's schon Gemetzel! Nein! Mehrere Tote. Kein Gemetzel, alles gut! Hier ist nichts. Mehrere Tote. Der wird geschossen. Hier ist alles gut. Wow. Hier. Da, da. Wir wollen die neuen. Hier ist alles gut. Alles ruhig. Leute, wie... Achso, der ist drin. Los, Leute, findet ihn. Ja, findet mich. Da drin. Ich schwöre, Leute, hier ist nichts passiert. Ihr vertut euch, er legt die, legt die Leiche doch weg. Dass sie jedes Mal immer diese Leiche rumschleppen. Ja, deine Mama. Ey, keine Ahnung, wo der schon wieder rumeiert. Der Typ. Ist ja auch nicht schlimm. In der Zeit sammle ich hier schon mal zwei, drei Klamotten ein. Er wird uns schon gleich über den Weg laufen, da bin ich ziemlich sicher. Wahrscheinlich ist er über mir, irgendwo auf dem Dach. Der komische Typ. Gut, Serverraum hier, ne? Hm, machen wir gleich. Wieder meine Lieblingskiste. Wo ist sie? Die kleine Kiste, an der man wieder so schnell vorbeirennen kann. Ich habe keine Ahnung. Wo der andere Typ da rumeiert, weiß ich auch nicht. Hier ist diese kleine Kiste auch nicht. Alter, dass er keinen Alarm macht, ne? Dass er nicht seine Buddies ruft oder was weiß ich. Ist ja sicherlich der einzige Überlebende bis jetzt. Ich habe ihn gehört. Ich schwör's euch. Dann ist das Ding ja auf jeden Fall hier unten. Come mierda! Tja. I don't know. Ey, tatsächlich, ich weiß es nicht. Halt. Da irgendwas gesehen? Du kannst aber auch an diesen Kisten so schnell vorbeirennen. Aber die andere sollten wir ja wohl relativ schnell finden. Ach komm, drauf geschissen. Ehrlich. Hecke! Ach, wir haben auch unten noch einen. Jelena, ich bin mit einem Computer verbunden. Ich sag schon. Ich sehe mir gerade einige Dateien an. Was gefunden? Sagen wir mal, McKay weiß noch nicht, wie man einen Browserverlauf löscht. Moment,
Sieh mal an, hier bekomme ich Zugang zu viel mehr Dateien und dem Gebäude. Wie kann mir das helfen? Ich habe Informatik immer geschwänzt. Ist das so? Moment. Danny, ich habe den Zeitplan des Büros. Anscheinend trifft sich McKay heute dort mit einigen Leuten. Ich klopfe auf Holz. Gut, von diesem Computer habe ich alles gezogen. Super. Okay, da ist noch ein Computer im Konferenzraum. Ich kann ihn entsperren. Geh hin und patch mich rein. Kannst du die Soldados aussperren, wenn ich dort bin? Für dich doch immer. Na dann, hau rein. Was glaubst du, du Yankee-Arschloch? Kanadisches Arschloch. Wir sind wie Amerikaner, nur dass wir uns entschuldigen, während wir das Messer reinstecken. Was machst du so? Du hast meine Freunde getötet. Dafür lasse ich dich büßen. Verstehe. Als sie gestorben sind, ist ihnen da das Hirn aus den Ohren gelaufen? Nein, weißt du was? Keine Spoiler, ich sehe mir das selbst an, sobald mein kleines Monster im Bett ist. Spitzenjob bei Benitez, du hast mir einen Gefallen getan. Ich hatte dieses Meeting mit Castillo. Und ich habe das Video gesehen, wie ihr Bestien sie aufknüpft. Es ist direkt hier auf meinem Handy. Er war echt angepisst. Du bist der Nächste. Sehen wir uns die Fakten an. Dein Land hinkt 7 Jahre hinter dem Rest her. Wenn du Castillo und mich machen lassen würdest, wäre deinesgleichen von der dritten in die erste Welt befördert. Ruckzuck. Deinesgleichen? Oh, so viel Liebe. Gottchen, schnallst du denn das nicht? Du bist nicht mein erster Gorilla und Yara kenne ich auch. Ist nichts Persönliches, du bist an der Reihe. Also bleib, wo du bist. Ich habe ein paar echt lustige Hombres zu dir geschickt. Ach, was für ein Spaß. Was ist das? Damit kann ich alles vernichten, was deinen Namen trägt. Hast du mich gehackt? Wir sehen uns, McKay. Du beschissenes Arschgesicht! Der Tanz beginnt, ja? Kommt doch keiner, jetzt die Tür zu. Ich muss es nicht verstehen, oder? Na, was denn du? Danny, ich hab die Infos. Nichts wie raus da. Schon dabei. Oh, das ist klasse. Ich kann dich sterben sehen. Du hast vermutlich hier nichts. Wow. Ich hab so viel Scheiß in so vielen Clouds und auf privaten Servern versteckt. Und ich weiß, wie ich meine Server wipen kann. Oder so ähnlich. Übrigens habe ich die sichersten Clouds auf der Welt. Weißt du, was das Gute an Clouds ist? Clouds kann man nicht zerstören! Du bist nur ein Regenbogen, der den Wind aufhalten will! Sinnlos! Hör mal, Rucksack, da kommt noch ein Anruf rein. Geh unter wie ein Held, ja? Hab ich nicht vor, du Freak. So, verpissen wir uns. Die gute, alte, leise Art und Weise. Gute Nacht, Penner. Okay, hier ist Exit. Ganz gemütlich rausspaziert. Geil, oder? Was für ein Hijo de puta. Aber hey, ich habe mehr Infos zu McKay und Castillos Giftproduktion. Wie geht es weiter? Den Dateien nach sind die Rohrleitungen und die Fabrik sehr wichtig. McKay hat den Großteil der Security darauf angesetzt. Machen wir sie platt. Was zuerst? Deine Entscheidung. Wir treffen uns am Valera-Holzlager oder du gehst zu Lucky Mama an der Cardoso-Mühle. Alles klar, Freunde. Wir haben eine Richtung, wo wir in der nächsten Folge weitermachen. Oder wir schieben eine FND-Basis ein oder eine Geschichte oder eine Schatzsuche. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Support würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und wir kriegen noch einen Anruf. Ich habe alle Störgeräte ausgeschaltet. Gut gemacht. Alles, was wir tun können, um McKays und Castillos Netzwerk zu schwächen, zählt. Meinst du, das schafft es in die Geschichtsbücher? Oh ja, in ein paar Jahren wird der Angriff auf die Störgeräte wahrscheinlich Nationalfeiertag. Ach, lach nur, du wirst schon sehen. Wie witzig, dass wir die andere Story schon gemacht haben. Ah, okay, Freunde, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.